Ja, war doch eigentlich ganz spannende Diskussion. Es war eine wunderbare Diskussion. Ich habe das mit dem Klerus schon verstanden, natürlich, aber es kam dann so plötzlich, dachte ich, ja, also wir können ihn auch nicht ganz so. Und die Medien, die finde ich teilweise so oberflächlich heute, dass ich denen also noch nicht mal den Status. Aber sie haben recht, im Grunde muss man drüber nachdenken, ob das ein bisschen so ist jetzt bei den Öffentlichen. Aber wenn ich heute Spiegel Online-Artikel lese, dann kommt das mir wirklich so seicht teilweise vor oder Zeit, dass Zeit aus der Zeit geworden ist. Da hätte ich jetzt vielleicht instinktiv falsch, vielleicht, keine Ahnung, nicht viel drüber nachgedacht. Den Klerus noch fast verteidigt. Aber natürlich waren die da auch sehr grausam und das meinten sie ja auch. Ja. Die Machtbesessenheit, das habe ich schon verstanden. Ja. Na, ich fand den Widerspruch sehr gut. Sonntag, 28. Mai 2023. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Vor ein paar Tagen fanden bundesweit Razzien gegen die sogenannte letzte Generation statt. Den Mitgliedern der letzten Generation wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Und wenn man sich die Berichterstattung über die letzte Generation anschaut, merkt man, dass die eine Seite gerne von Klimaaktivisten spricht, zum Beispiel die öffentlich-rechtlich finanzierte Tagesschau, während die andere Seite von Klimaterroristen spricht. Wer und was also ist die letzte Generation? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Zugeschaltet sind der Publizist Norbert Bolz, Autor des Buchs Der alte weiße Mann, Sündenbock der Nation, und die Publizistin Bettina Röhl, Autorin des Buchs Die RAF hat euch lieb, die Bundesrepublik im Rausch von 68, eine Familie im Zentrum der Bewegung. Herr Bolz, Frau Röhl, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne bei Ihnen. Ja. Wenn wir uns also diese Unterscheidung anschauen, Terrorist, Aktivist, fühle ich mich erinnert an die Debatte tatsächlich rund um die 68er-Bewegung und all die Bewegungen, die daraus resultieren sollten. Weil auch bei der Roten Armee-Fraktion gab es ja die genaue Unterscheidung zwischen Gewalt gegen Gegenständen, Gewalt gegen Menschen, und irgendwann sollte das alles zerfließen und nicht mehr so genau zu unterscheiden sein. Und bei der jetzigen Bewegung, bei der letzten Generation, gibt es ja auch Gewalt gegen Gegenstände, Farbanschläge gegen Gebäude, zum Beispiel gegen das Willy-Brandt-Haus in Berlin, aber auch schon Gewalt gegen Menschen, allerdings in Form von Nötigungen, dadurch, dass man sich irgendwo festklebt und die Menschen an ihrer Bewegung, an ihrer freien Bewegung hindert. Und deswegen, Frau Röhl, meine erste Frage an Sie. Nach den bundesweiten Razzien laufen wir jetzt Gefahr, nach der Roten Armee-Fraktion auch die Geburt einer grünen Armee-Fraktion zu erleben? Das ist ja so ein Schlagwort. Grüne Armee-Fraktion, Rote Armee-Fraktion. Also ich würde sagen, die Protestler schwimmen im Moment auf einer Welle und das ist richtig. Ich sehe das als eine Welle, die es wirklich seit den 60er Jahren gibt, das ist, wo der Protest so in Mode geraten ist und irgendwie rollt das so seit 50 Jahren durch die Gesellschaft mit immer einem neuen Thema. Und diese Generation hat tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit, ich würde erst mal sagen, mit 68er Protest. Als da so eine Ikone entstanden ist mit Greta Thunberg, die ja über allem da schwebt und auch neu wieder, Klima ist ja das eine Thema, aber es wird ja eigentlich schon fast mehr jetzt von Klimagerechtigkeit geredet, Green Deal, also das ist eigentlich eine Art Klimasozialismus, ist eigentlich ganz langweilig eine neue Variante der ewigen Protestkultur. Und ob die jetzt Aktivisten, Terroristen und so weiter sind, ich würde sagen, es zieht jedenfalls Semikriminelle und Kriminelle an. Es hat dann definitiv offenbar schon kriminelle Aktionen gegeben. Und das Problem ist eigentlich, dass die Gesellschaft und die Medien die viel zu hoch hypen. Also ich meine, letztlich ist ja total langweilig, was sie machen. Also da muss man schon wirklich. Ich bewundere die eigentlich fast für die Stupidität, mit der sie sich seit einem halben Jahr ankleben und dann für was, die Ziele, die ich ihnen auch nicht abnehme.
100, Tempo 100, das ist gar kein Ziel, das ist lächerlich, 9-Euro-Ticket. Und natürlich, ganz typisch wieder Wahl wie 68, wie Sozialismus, Gesellschaftsrat. An der Stelle wird es jetzt nicht terroristisch gefährlich, an der Stelle wird es undemokratisch, an der Stelle wird die Verfassung gebrochen. Denn der Gesellschaftsrat, den sie durchsetzen wollen, den wollen sie ja wahrscheinlich mit sich selbst oder mit irgendwelchen von ihnen ausgewählten Leuten besetzen. Und an der Stelle sind wir wirklich mittendrin in einer neuen Art von Revolution, Revolutionsbewegung, Protestbewegung, die, da kann alles passieren, weil es zieht dann immer viele linksradikale, gewaltbereite Leute an. Herr Bolz, Ihr Buch heißt Der alte weiße Mann und das Buch von Bettina Röhl heißt Die RAF hat euch lieb. Und ich möchte allen empfehlen, beide Bücher parallel zu lesen, denn diese beiden Bücher befruchten sich. Das möchte ich mal daran zeigen, dass ich einen kurzen Auszug aus dem Buch von Bettina Röhl und einen kurzen Auszug aus ihrem Buch vorlese und dann zu meiner Frage komme. Bettina Röhl schreibt: Letztlich, so die 68er Geschichtsschreibung, ging es allen Menschen in der Bundesrepublik schlecht. Die meisten wüssten es nur nicht. Und die 68er sahen es als ihre Aufgabe an, es allen bewusst zu machen. Die jungen Leute, die dieses Bewusstsein erlangten, merkten plötzlich, sie haben einen Hass. Ein Wort, das damals Mode wurde, war: Ich hab'n Hass. Einfach so gegen alles und nichts. Und Sie schreiben in Ihrem Buch: Den Weltrettern steht immer häufiger die Demokratie im Weg. Das sieht man gerade auch an Jugendbewegungen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion und der letzten Generation. Um ihre Wahrheit zu verkünden, wollen sie denen, die widersprechen, den Mund verbieten. Sie folgen damit einer Anweisung, die Herbert Marcuse schon den 68ern gegeben hatte, nämlich die repressive Toleranz der bürgerlichen Meinungsfreiheit durch die befreiende Toleranz der Cancel Culture zu ersetzen. Gemeint war und ist, weil unsere Gesellschaft in Gefahr ist, ist es gerechtfertigt, die Rede- und Versammlungsfreiheit aufzuheben. Und das bedeutet konkret Intoleranz gegenüber Bewegungen von rechts und Duldungen von Bewegungen von links. Ist es das, was wir wieder erleben, dass wir sehr tolerant sind gegenüber der Bewegung die letzte Generation? Das ist mit Sicherheit richtig, aber das Interessante ist ja, dass das ein wirklich spektakulärer Satz in einem spektakulären Essay von Herbert Marcuse war für, wenn man so will, als Fanal für die Studentenbewegung weltweit. Und dass aber heute die gleichen Stimmen und die gleichen Attitüden vertreten werden von Leuten, die an der Spitze des Systems sind. Also der große Unterschied zu 68, jetzt mal unabhängig davon, ob es noch zur Gewalt auch gegen Personen kommen wird oder nicht, oder wie auch immer man das interpretiert. Aber der ganz entscheidende Unterschied ist der, dass 68 tatsächlich gegen das System, also gegen die Herrschenden, gekämpft hat, also gegen die Regierung, gegen alle, die mit der bestehenden Gesellschaft gewissermaßen konform gingen, während es heute ganz, ganz anders ist. Und das ist eigentlich, wenn ich das so sagen darf, der einzige Punkt, den ich wirklich gerne rüberbringen würde in unserem Gespräch, weil ich glaube, dass hier riesige Missverständnisse walten. Der für mich entscheidende Punkt ist, dass die letzte Generation, genauso wie schon Fridays for Future, im Grunde nur Marionetten sind, an deren Fäden ganz bestimmte Leute aus dem Zentrum der Macht selber sitzen. Das heißt, das sind nicht Leute, die gegen unsere Regierung, gegen die Ampel kämpfen in Wahrheit, sondern das sind Leute, die die Politik der Grünen und der größten Teile der SPD und leider Gottes auch vieler Teile der CDU nur in extremster Form formulieren und dann auch mit Parolen auf die Straße bringen. Das heißt also, es gibt ein Kontinuum, das beginnt bei den spektakulären Aktionen der letzten Generation oder Fridays for Future. Das geht über die NGOs, die ja im Grunde alle linksgrün sind, bis hinein in die parlamentarische Macht, nämlich die der Grünen Partei, die ja eben mittlerweile in der Regierung ist und den Rest der Parteien mehr oder minder vor sich hertreibt. Und wie wir dann eben jetzt gelernt haben in den letzten Monaten,
steckt hinter dem allem, stecken sehr, sehr finanzkräftige Interessenten, also Leute, die diese Proteste dann auch finanzieren, buchstäblich finanzieren. Und es stecken dahinter gewaltige Wirtschaftsinteressen. Und das ist etwas, glaube ich, was wir viel, viel mehr betonen müssten als die Frage, ist das schon Terrorismus oder nicht? Es geht im Grunde um einen Aktivismus, der eine bestimmte Politik, die mittlerweile von unserer Regierung selbst vertreten wird, nur eine neue Schärfe verleihen will. Also es geht, um es mal ganz simpel zu sagen, wenn es um irgendeine Frage wie etwa Atomkraftwerke geht, dann sagt, würde die CDU sagen, wir verabschieden uns in den nächsten Jahren von den Atomkraftwerken. Die Grünen würden sagen, nein, nächstes Jahr muss es sein. Fridays for Future würde sagen, nein, nächste Woche muss es sein. Und die Last Generation, die letzte Generation, würde sagen, morgen muss es schon abgeschaltet werden. Also die haben im Grunde alle die gleiche Politik. Ja? Also es gibt da ein Kontinuum von Bill Gates bis zu der letzten Generation. Die haben alle die gleichen politischen Intentionen. Sie tragen sie nur mit unterschiedlicher Schärfe vor. Und der Effekt, den das Ganze hat, wenn ich das noch sagen darf, ist ja der, dass am Ende die Grünen und ihre Hintermänner dann sagen können, mit unserer Politik werden wir im Grunde nur den Wünschen der jüngeren Generation gerecht. Also wir tun im Grunde nichts anderes als das, was die Jungen, die dann die Erde übernehmen werden und pflegen und retten werden, von uns verlangen. Wir sind die Getriebenen der jungen Generation. Wir können gar nicht anders mit dieser Energiewende. Und das ist natürlich eine unglaublich komfortable Situation. Und dass die Grünen jetzt seit einiger Zeit so tun, als fänden sie diese Aktionen schlecht, ist natürlich eine geschickte taktische Wendung. Aber in Wahrheit, wie gesagt, ziehen alle an einem Strang. Und leider Gottes kennen wir außer der Schwefelpartei wirklich keine oppositionellen Kräfte, die dem ernsthaft entgegenhalten würden, das ist alles Unsinn, was ihr macht, wir müssen da aussteigen. Dem würde ich, also ich stimme auf jeden Fall zu, dass es so eine ganze Phalanx gibt. Robert Habeck ist ja eigentlich die Spitze im Moment der Klimabewegung als Wirtschaftsminister. Müsste ja eigentlich im Umweltministerium sein, aber das hat zur Chefsache gemacht. Und ist ja tatsächlich wie in einem Tunnel, dass er jetzt die Klimaziele quasi schon vorziehen will. Die Wärmepumpe kommt ein Jahr früher und so weiter. Diese Phalanx von NGOs, Bill Gates bis runter, ich möchte mal die Antifa nicht vergessen. Also die Klimalinge sind ja jetzt nicht die erste linksradikale Generation, die auf die Straße gehen. Wir tun jetzt alles oder Diskussion, als wenn es vorher, also siehe Vergleich, Gewalttätigkeit, Linksradikalität, RAF, also da hatte die Antifa 2017 in Frankfurt, in Hamburg, sich auch nicht als irgendwie harmlos entpuppt. Ich will aber an einer Stelle Herrn Bolz widersprechen. Die 68er hatten auch schon gewaltige etablierte Kräfte auf ihrer Seite. Stimmt. Es hat auch damals schon gewaltige Geldgeber gegeben. Und zwar nicht nur reiche Leute, ich sage jetzt mal ganz konkret, Feltrinelli zum Beispiel. Da war aber dahinter auch noch die DDR. Es hat damals zum Beispiel die Proteste gegen Axel Springer sind damals mitfinanziert worden von der Zeit, von Bucerius und auch von Augstein. Und letztlich wissen wir, dass der Bundespräsident Gustav Heinemann am Ende Rudi Dutschke zumindest nach den Schüssen auf Dutschke finanziert hat. Also es ist auch damals so gewesen. Auch Dutschke ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von Günter Gauss so prominent interviewt worden, dass man nicht sagen kann, es war ganz von unten. Auch damals war es eine Protestwelle, die sehr schnell, innerhalb von wenigen Monaten, natürlich waren die damals viel weniger, die Gesellschaft erfasst hat. Und sie hatten auch schon von Anfang an Sympathisanten bis in die Regierung. Ich denke mal, Willy Brandt, der Demokratiewagen, stand auch oben 1969 und hat gesagt, wir sind natürlich gegen den Protest. Das ist immer das Gesellschaftsspiel von links bis links. Wir sind gegen den Terror, aber im Grunde genommen wurden die doch dann umarmt. Ich finde, dass dieses Gesellschaftsspiel der linken Politiker, ob es SPD ist oder Grüne, bis hin zur Antifa, sage ich jetzt mal, und zwischendurch war auch Merkel an der Spitze, die sich selten gegen die Antifa geäußert hat, dass das schon eine Sache ist, die es seit 50 Jahren gibt.
Und natürlich hat sie sich extremisiert, weil wir heute viel mehr linke Kräfte an der Regierung haben als damals. Aber es ist nicht so ein großer Unterschied. Auch diese 68er sind mit dieser Welle gefahren, mit Massen von Schriftstellern auf ihrer Seite, Solidaritätsbekundungen, ich weiß nicht, von Günter Grass, Entschuldigung für Kaufhausbrände von allerhöchster Instanz. Das ist ein Merkmal dieser Bewegung, die ja damals noch das Hinterland Sowjetunion hatte und Mao Zedong, also ein gigantisches Hinterland. Das ist ein Merkmal dieser Bewegung, dass sie sich über auf diesem Sozialismus-Revolutionsticket, heute auf dem Wort Klimagerechtigkeit, Green New Deal, im Grunde seit 50, 60 Jahren durch die Gesellschaft zieht und eigentlich immer wieder auf derselben Welle reitet. Ich bin absolut einverstanden mit Ihrer Diagnose. Ich würde nur auf der Differenz noch beharren, dass es einen Unterschied gibt zwischen klammheimlicher Sympathie und offener Sympathie. Also was wir ja seit langem erleben, ist, dass sich eine unglaubliche Horde von Gefälligkeitswissenschaftlern ja für diese Aktionen ausspricht. Also sowas hat man zu RAF-Zeiten, glaube ich, nicht erlebt. Ich kann mich zwar erinnern, dass mein späterer Chef Jakob Taubes damals über den Kaufhausbrand ein Gutachten geschrieben hat mit dem Tenor, das sei eigentlich eine surrealistische Aktion. Also gab es also jede Menge Rechtfertigung schon von linken Interpreten, auch Professoren, das stimmt. Nur, wie gesagt, die Sympathie mit der RAF musste wenigstens noch ein bisschen unter der Decke gehalten werden. Dass diese Sympathie jetzt gewissermaßen regierungsoffiziell geworden ist, das ist, glaube ich, doch eine neue Qualität. Und das hat eben auch zur Folge, dass diese Leute sich vor nichts fürchten müssen. Nicht? Deshalb war ja jetzt eigentlich sehr spektakulär der erste ernsthafte Eingriff der Obrigkeit gegenüber der letzten Generation. Das hat man wahrscheinlich auch so nicht erwartet. Und das wird ja auch heftig kritisiert mittlerweile. Aber im Grunde schneiden Fridays for Future und die letzte Generation in Butter. Sie schneiden in Butter. Sie haben gar keinen ernsthaften Widerstand. Ihre eigenen Eltern finden sie toll, ihre Lehrer finden sie toll, die Professoren finden sie toll. Und die Politiker finden sie toll. Ja, ja. Also leichter konnte man noch nie revolutionär sein als heute. Absolut d'accord. Der berühmte Witz, die Eltern fahren die Kinder mit dem SUV zur Klimademonstration, das stimmt ja sehr oft tatsächlich, also die Babyboomer, meine Generation, und wir sind ja scheinbar Millionen, gehören zu diesem riesigen Wählerklientel der Grünen. Und da sind natürlich wahnsinnig viele Eltern im Hintergrund, die auch das befürworten. Das ist natürlich ganz anders heute. Also man kann es nicht vergleichen mit 68. Ich wollte nur anmerken, aber sind wir uns ja einig, dass 68 auch nicht von unten kam. Es war auch sehr etabliert von Anfang an. Dann nehmen wir mal eine Revolution, die etwas weiter zurückliegt, die Französische Revolution. Und auch diese Revolution sollte sich irgendwann so entwickeln, dass sie von oben aus exekutiert wurde. Und dann hieß die Revolution Schreckensherrschaft oder auf Französisch La Terreur. Da haben wir das Wort Terror wieder. Der Terrorismus, die Schreckensherrschaft von oben. Und wenn wir das jetzt mal miteinander vergleichen wollen, dann kann einem doch Angst und Bange werden, wenn wir jetzt zusehen müssen, dass die Revolution heutzutage bei uns auch von oben exekutiert wird, oder? Das ist absolut richtig. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Fridays for Future und letzte Generation, die berühren mich in keinster Weise. Die machen mir weder Sorgen noch wirklichen Ärger. Ich fahre einfach mit dem Fahrrad an ihnen vorbei. Also das ist wirklich das für mich das geringste Problem. Das Problem ist genau das, was Sie jetzt ansprechen. Die Revolution von oben, die jetzt große Transformation genannt wird. Wenn die Menschen in Deutschland ein bisschen Sprachgefühl hätten noch, würden sie schon zusammenzucken bei diesem Begriff. Denn das klingt doch genau wie der große Sprung in China oder die anderen großen revolutionären Umwälzungen auch in der Sowjetunion und ähnlichen diktatorischen Systemen. Also das ist wirklich das, was uns Sorgen machen sollte. Und der gemeinsame Nenner dieser Entwicklung und dessen, was wir gerade diskutiert haben, unter dem Schlagwort letzte Generation, ist eben tatsächlich die Infragestellung der Demokratie. Also was man uns im Grunde suggeriert ist,
Wir leben in einer Welt, die so geschüttelt ist von akuten Krisen, dass die Demokratie zu langsam ist, um uns zu retten. Und da die Demokratie zu langsam ist, müssen wir zu anderen Regierungs- und Herrschaftsformen übergehen. Man wird wahrscheinlich nicht die Diktatur ausrufen, vermute ich. Aber alleine diese Idee mit den Bürgerräten, obwohl die, wenn ich recht informiert bin, sogar auf einen CDU-Politiker zurückgeht, aber dass diese Vorstellung der Bürgerräte jetzt so heiß und gerne diskutiert wird von der Linken, heißt ja im Grunde, ja, die Idee der Sowjets war eigentlich genau das Richtige. Die demokratischen Prozesse sind viel zu träge und viel zu langsam. Engagierte, kompetente und verantwortungsbewusste Menschen müssen das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und das sind natürlich wir selbst. Ja, das ist ja vollkommen klar. Man merkt es ja schon bei den Agenturen, die beauftragt werden zur Auswahl der Leute. Das ist ja gerade nicht das Zufallsprinzip, das da letztlich herrschen wird. Alleine die Auswahlprinzipien machen schon deutlich, dass man die Aktivisten und ihre Sympathisanten in diese Räte bringen will und dann so tun will, als ob das Volk all diese Maßnahmen fordert. Würde. Darum geht es ja eigentlich. Man will ja Politik am Volk oder gegen das Volk machen oder am Volk vorbei machen, aber trotzdem suggerieren, man hätte die Legitimität dazu. Das Volk hätte dem zugestimmt. Und da sie das offenbar nicht mehr in den Wahlen tun, in wünschenswerter Weise, will man jetzt diese pseudodemokratischen Bürgerräte einrichten. Also da in dieser Ökodiktatur von oben, da sehe ich wirklich die eigentliche Gefahr und alles andere, das sind so Marionettenspiele, mit denen man uns einerseits ablenkt von dieser Diktatur von oben, vom Ökosozialismus und andererseits natürlich so eine Art Beschleunigungseffekt sich erhofft. Aber diese Frage scheint mir viel, viel wichtiger zu sein, denn sie impliziert ja, also diese These, die darin steckt, dass die politisch-mediale Elite davon ausgeht, dass die Leute zu blöd sind, um mit der Welt fertig zu werden. Und dass man sie an die Hand nehmen muss. Ja, das passt zu dem Paternalismus der Politik in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz genau. Nicht? Im Grunde werden die Bürger wie Kinder behandelt und die Kinder werden als die wahren Politiker behandelt. Das ist eigentlich das Lustige. Die Legitimität ist eine spannende Frage. Denn man muss sich ja mal anschauen, was die letzte Generation bedeutet. Es heißt, sie seien die letzte Generation, die noch was verändern kann. Das heißt, wenn jetzt nichts passiert, dann geht die Welt als Ganzes unter. Dann wird die Menschheit quasi in eine Katastrophe gestürzt. Und wenn ich das glaube, dann bin ich doch dazu legitimiert, die übelsten Dinge zu machen. Wenn es darum geht, einen Massenmord zu verhindern, kann ich doch alles machen. Also wie beängstigend ist das, wenn ich es mit regierenden Personen zu tun habe, die sagen, unsere Aufgabe ist es, den Untergang der Menschheit zu verhindern. Welche Niedrigkeit sind Sie denn dann bereit, nicht zu begehen? Wenn ich jetzt antworten darf, also die Legitimation, finde ich, ist tatsächlich eins der entscheidenden Stichworte. Die Generation, die letzte Generation, hat natürlich keine Legitimation, sich auf die Straße zu kleben. Es gibt überhaupt keine Legitimation, sich eigentlich mit Nullwissen, mit nichts Substanziellem, was ich also von irgendeinem dieser Klimalinge in irgendeiner Talkshow je gehört hätte, eigentlich an Gesellschaft zu zwingen, alleine schon irgendwo stehen zu bleiben oder Anschläge gar zu verüben. Es ist aber so, dass diese Autolegitimation, wo sie sich ja auch selber auch noch als Helden fühlen oder also es kommt ja raus, wir lassen unser Studium sausen, wir wollen später unseren Kindern ins Gesicht sehen können, wir sind jetzt Helden. Es ist wirklich noch nie so leicht gewesen, ein Held zu sein. Also diese Legitimation haben sie natürlich nicht. Und an dieser Stelle ist auch etwas, was die Französische Revolution sagen, es gibt immer dieses Element, auch schon in der Französischen Revolution. Und das ist etwas, was die gesamte Gesellschaft bis heute mal so unentschieden macht. Man redet immer davon, die Ziele, die die Französische Revolution hatte oder bis heute zu den Klimalingen, die Ziele der Rettung der Welt sind gut, nur der Weg ist schlecht. Und an der Stelle beginnt der Mythos. Denn die Ziele sind meistens nicht richtig. Die Ziele
Karl Marx den Kapitalismus abzuschaffen haben, wie wir heute alle wissen, und meistens haben es anscheinend vergessen, was in der Sowjetunion für mit dem Kommunismus oder in China, in Kuba, überall, wo der Kommunismus eingeführt wird, passiert ist. Nicht ja nur Diktatur, Hungersnöte, Massenmord, Gulags und so weiter. Also die Ziele, die Marx ausgegeben hat, und der schwebt ja über allem. Also wir haben ja Stalin bekämpft und irgendwie halbwegs runtergeholt von seinem Himmel, Mao Zedong, Pol Pot, Fidel Castro, werden immer noch alle bewundert, werden immer noch teilweise in Universitäten an die Wand gehängt als Idole, aber weitgehend runter. Aber Karl Marx steht mit seinen guten Zielen, als wenn er die soziale Gerechtigkeit einführen würde, immer noch da. Und an der Stelle holen sie sich diese Legitimation immer wieder neu. Und da hat Herr Bolz eben auch schon richtig angesprochen, es gibt ja dahinter immer die NGOs. Wozu brauchen die überhaupt Geld? Weil da irgendwelche Narrative sehr, sehr dünn sind. Also wer mal auf deren Seiten war, das sind wirklich seichteste Interpretationen, die diese Klimakids dann auf den Straßen wirklich teilweise wie Marionetten auch wiederholen. Die sagen ja alle dasselbe. Also haben noch nie irgendwas Substanzielles, Individuelles gehört. Und das ist ein ganz, ganz seichter Marxismus immer noch. Insofern würde ich aufrufen, nicht so viel Furcht zu haben, sondern wirklich intellektuell auch zu sehen, die sind dürftig, die Legitimation lässt sich einreißen, intellektuell, und es lässt sich mit Argumenten auch etwas tun. Natürlich hat Herr Bolz recht, es ist reichlich spät. Die Gesellschaft neigt so unglaublich dazu, durch diese Ziele. Ja, das wird ja jetzt von den Klimaleuten gesagt. Ja, sind auch dafür, die Welt zu retten. Wer ist nicht dafür, die Welt zu retten? Wer war für den Atomtod? Niemand. Ja, also, aber es wurde ja so getan, als wenn man, also Kernkraft gleich Atomtod. So ist ja das ist immer sehr simpel. Ich plädiere dafür, doch auch mit diesen Leuten, nicht wohlwollend, aber sehr klar zu argumentieren, her mit der Substanz, politisch, klimaökologisch und auch Habeck, auch der Regierung, mit Argumenten, also an die ich immer noch glaube, als bestes Mittel überhaupt, doch noch zu kommen. Das tut meiner Seele gut, zu hören, dass es noch so etwas wie Aufklärungsimpulse gibt und die Hoffnung auf Argumente. Aber warum ich in diesem Punkt ein bisschen pessimistischer bin als Sie, das liegt daran, dass ich glaube, dass diese neue Form von Protest, die ja meines Erachtens gar kein Protest ist, sondern eine Art Beschleunigungsverfahren für eine bestimmte Regierungspolitik, ja, dass diese Form des Protests zwar immer noch, wie Sie richtig sagen, meistens über das Catchword soziale Gerechtigkeit versucht, eine sozialistische Linie auch in einer Art vulgär-marxistischen Sinne weiter zu verfolgen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie doch gespürt haben, gerade auch durch den Zusammenbruch des Sowjetimperiums, dass sie doch auch gespürt haben, dass das, wenn man es einfach so wie in der 68er-Zeit vertreten würde, nicht mehr verfängt, dass das nicht funktioniert. Und dass sie deshalb das Ganze überkodieren müssen mit einem ganz anderen Szenario. Und das ist eben dieses Klimaszenario, das Katastrophenszenario. Und das bedeutet eben, und deshalb bin ich pessimistischer ein bisschen als Sie in diesem Punkt, das bedeutet, dass man gar nicht mehr auf Argumente setzt, also auf argumentative Legitimität, sondern einzig und allein auf Angst. Und deshalb hat Greta das auch in aller wünschenswerten Deutlichkeit ausgesprochen. Ich möchte, dass ihr in Panik verfallt. Ja, das ist ausdrücklich. Ihr sollt in Panik verfallen. Ihr sollt gerade nicht nachdenken. Und das ist übrigens auch, und das macht die Sache dann für einen Wissenschaftler wie mich so traurig, das ist übrigens auch das gewesen, was der geistige Vater der Grünen und dieser Protestler, nämlich Hans Jonas, auch so formuliert hat. Die Zeit des Nachdenkens ist vorbei. Wir dürfen nicht mehr nachdenken. Wir müssen jetzt handeln. Es ist keine Zeit mehr für Reflexionen oder für Argumente, sondern der Weltuntergang steht unmittelbar davor. Sie kennen ja diese lächerliche Uhr, die von Atomphysikern ursprünglich mal gestellt wurde auf 5:12. Ich glaube, mittlerweile ist sie nur noch ein paar Sekunden vor 12 eingestellt. Und das bedeutet, wenn wir nicht 5 Minuten vor 12, sondern 5 Sekunden vor 12 sind, dann ist es geradezu
ein Verbrechen, noch einen Gedanken zu entwickeln, sondern wir müssen alle Aktivisten werden. Und das ist leider Gottes ja auch eine modische Tendenz der letzten Zeit. Denken Sie nur an die Journalisten. Immer mehr Journalisten sagen offen, es ist keine Zeit mehr für objektive Berichterstattung. Ja. Wir werden selbst aktiv. Wir steigen selbst ein in die Politik. Wir rütteln die Menschen auf. Wir nehmen sie an der Hand. Und das sind die wirklich bedenklichen Entwicklungen, dass man eben mit Argumenten gar keine Chance mehr hat. Denn gegen Angst kann man nicht anargumentieren. Wenn jemand sagt, ich habe Angst vor dem Weltuntergang, dann ist jedes Argument hilflos. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir als, ja, sagen wir mal, als nicht linke Intellektuelle oder als vernünftige Leute, als Menschen mit gesundem Menschenverstand haben, dass wir eben gegen die Panik, die verordnet worden ist, mit unseren Mitteln eigentlich gar nichts ausrichten können. Also das ist eigentlich traurig. Ich muss mal überlegen, also die Angst, finde ich, ist eigentlich nicht das Hauptproblem, meiner Ansicht nach. Also ich finde, das Hauptproblem ist die Erleuchtung und die Hybris. Also ich überlege immer, wenn ich Herrn Habeck sehe, so, der sieht ja unheimlich gut aus und nett. Und so, dann denke ich immer, wie kann er noch lachen und lächeln? Also Frauen dürfen auch mal jemanden gut aussehen, finde ich. Von Annalena Baerbock haben auch alle geschwärmt. Aber ich habe wirklich dass ich den gut finde, wirklich eingestellt, weil ich so katastrophal dumm finde und schlimm finde, was er sagt. Und ich frage mich aber vor allen Dingen, wie kommt man gegen diese Hybris an? Also mir würde es an seiner Stelle entsetzlich schlecht gehen, wenn ich merken würde, ich habe ein Ministerium, wo ich eigentlich sehr viele Dinge überhaupt nicht weiß. Also wo man das Gefühl hat, er fährt die Deutschland wirtschaftlich an die Wand. Und da lacht er immer noch überlegen. Und das Gleiche finde ich auch mit diesen Klimalingen, wenn ich so sehe, mit welcher Erleuchtung die eigentlich sich darstellen, mit ohne Substanz. Und das ist eigentlich etwas, deshalb nehme ich das schon ernst, weil die 68er haben 1968 mit der ähnlichen Erleuchtung mit einmal gesagt, ab jetzt muss der neue Mensch sofort da sein. Neue Kindererziehung in Kinderlehen wirklich mit Verwerfungen bis hin zu den Grünen Parteien mit pädophilen Auswirkungen und so weiter. Neue Beziehung, zerstörte Beziehung, insgesamt neue Arbeitskollektive, ich weiß nicht, was sie dafür alles gemacht haben, und auch damals schon immer mit Angstgeschichten und Vietnamkrieg und 80er Jahre, die Atomangst, die wir alle, also alle hatten, das ist immer dasselbe. Das viel Schlimmere finde ich, wie kriegt man aus diesen Aktivisten, die ja noch nicht Drogenabhängige und die eben ja auch noch keine Terroristen sind, jeweils diese jungen Leute, die wir in den Fernsehsendungen sehen, die sind jetzt wahrscheinlich noch keine, also da würde ich jetzt nicht diesen Begriff wählen. Wie kriegt man die Hybris aus denen raus? Das ist ja tatsächlich, was Sie eben gesagt haben, sind die Kinder an der Macht. Kein historisches Wissen, kein politisches Wissen, kein wirtschaftliches, ökonomisches Wissen, aber jedes Ignorieren von dem Wissen, was wir schon haben, nämlich dass alle kommunistischen Länder, zum Beispiel die DDR, Umweltsäue waren. Die DDR war 10-mal so verschmutzt wie die Bundesrepublik. Irgendwo, wo Kommunismus ist, funktioniert die Umweltbewusstsein noch 1000-mal weniger. Nur der Kapitalismus und eine funktionierende Marktwirtschaft können überhaupt, wenn es denn so schlimm ist, um unser Klima steht, damit umgehen und etwas tun. Und da möchte ich auch etwas umdrehen an diesen Leuten. Deshalb bin ich, glaube ich, an die Argumente. Die Klimalinge arbeiten mit der Legitimation. Seit 68 machen die das, dass derjenige, der auf die Straße geht, sich anklebt, Steine wirft, Farbbeutel und am Ende noch Schlimmeres schmeißt, dass der etwas tut, dass der etwas Gutes tut. Und in diesem, Rudi Dutschke hat immer gefragt, was tust du für die Revolution? Und dieses Tun, das muss die Gesellschaft, die Millionen von Menschen, die arbeiten, einfach verstehen, dass die arbeitenden Menschen, die Steuern zahlen, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen, die etwas für die Umwelt tun, für die Feuerwehr, für ihre Arbeit, für alles. Das sind die Menschen, die etwas tun, auch für den Klimawandel. Und deshalb bin ich eigentlich für Argumente und irgendwie die Analyse, also wir müssen mit dieser Hybris fertig werden. Und ich glaube schon in unserem Land und auch in der gesamten westlichen Welt gibt es schon verdammt viele Kräfte, die jetzt auch wirklich genervt sind von dieser Art von Kinderhybris. Das stimmt, nur ein Satz nur noch zu Hybris.
Leider Gottes ist es so, und das haben Religionssoziologen schon immer herausgefunden und immer deutlich gemacht, leider ist es so, dass Sektenmitglieder durch Kritik nicht etwa erschüttert werden, sondern in ihrem Missionsgeist gestärkt werden. Genau. Das heißt also, je mehr, wir werden ja jetzt immer mehr Kritik auch an Habeck und Co. hören, und er wird das auch hören, aber sie dürfen nicht erwarten, dass ihn das zum Nachdenken bringt. Im Gegenteil, er spürt dann, dass sein Missionsauftrag noch viel, viel ernster und dringlicher ist als bisher. Und das gehört auch ein bisschen zu dieser Unmöglichkeit, rein argumentativ da irgendetwas zu korrigieren oder in Gang zu bringen. Dann wäre das nämlich insgesamt gar kein Problem. Dann wären wir noch mitten in der Demokratie, wo eine idiotische Idee gegen eine andere idiotische Idee antritt, aber dann am Ende so etwas wie ein Kompromiss rauskommt. Das sind wir ja eben nicht. Wir haben es mit einer Sekte zu tun. Wir haben es mit parareligiösen Phänomenen zu tun. Und wenn es, da sind Theologen mehr gefragt als Politologen. Und ich fürchte eben, dass wir da mit unseren Hausmitteln, mit unseren Bordmitteln, ja, gute Argumente, gesunder Menschenverstand, eigentlich schon. Da muss schon ein bisschen mehr geschehen. Jetzt ist 100% so die Kommunisten, die ich immer interviewt habe für mein erstes Buch, So macht Kommunismus Spaß. Das waren ja so wirklich echte Hardcore-Kommunisten, und die haben immer gesagt, dass es praktisch wie eine Sekte ist, wie die katholische Kirche ist. Aber ich würde mal sagen, da muss man den konservativen Lager der letzten 60 Jahre schon vorwerfen und auch der Wirtschaft. Warum habt ihr nicht, verdammt nochmal, Karl Marx auseinandergenommen? Ist natürlich nicht leicht, weil immer diese Bewegungen gleich tonnenweise Schriftmaterial erzeugen. Also die Genderpolitik, hier hat man gleich tausende Professoren, unendliche Publikationen, das gleiche gilt für den Marxismus. Also mit reinen Argumenten zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Dem kann ich nur zustimmen. Andererseits, was sonst? Was sonst außer Argumenten? Ja, Sollen wir die alle verhaften? Sollen wir selber eine Revolution machen? Nein, das ist jetzt die ganz klare Frage. Was sonst? Also Marx sexy zu finden, ist auch für Dummköpfe möglich. Aber Hayek sexy zu finden, dazu muss man schon eine gewisse Intelligenz haben. Also ich denke, der Sexappeal des Protests spielt eine riesengroße Rolle, vor allen Dingen bei der Rekrutierung der Jungen. Da stimme ich Ihnen ja hundertprozentig zu, dass da nichts an Substanz dahinter ist. Aber das braucht man gar nicht. Ja? Es geht ja tatsächlich um die Geste, es geht um die Gebärde, es geht um die Rituale. Und das führt eben sehr, sehr tief, finde ich, in parareligiöse Sphären. Also für mich ist die Klimabewegung die Ersatzreligion unserer Zeit. Und die verfängt ja leider Gottes auch bei sehr, sehr vielen gut etablierten Bürgerlichen. Das muss man auch ganz, ganz deutlich sehen. Und Marx ist auch so eine Art Ablasshandel, nicht? Marx war lange Zeit der Religionsersatz. Ja, der Marxismus war der Religionsersatz, der für viele funktioniert hat. Und seit dieser zusammengebrochen ist, brauchen wir einen neuen. Und, ja, aber der ist nicht zusammengebrochen. Da würde ich widersprechen. Dass letztlich kommt der Marxismus in verdünnisierter Form anders als alle anderen der Potentaten. Ich meine, dass Karl Marx eigentlich der geistige Brandstifter für all diese Massenmorde in den kommunistischen Ländern war, ist nicht so kommuniziert worden. Also sein Name ist immer noch nicht tabu. Also ich würde sagen, es ist, dass wenn man genau hinhört in diese NGOs, dann kommt da so eine sozialistische, marxistische Sache wieder vor. Und auch übrigens eine Kulturrevolutionäre, auch Mao Zedongs Kulturrevolution. Das sind ja kulturrevolutionäre Taten, dass junge Aktivisten, man könnte sie auch Rot- oder Grüngardisten nennen, in der Tradition, wie Mao mal die Jugend entfacht hat, auf die Straße gehen und die Menschen ärgern und belehren. Also, und das ist ja sehr gefährlich. Dieses kulturrevolutionäre Element ist auch noch nicht wirklich gebannt worden. Und ich glaube da schon, dass da noch einiges zu tun ist. Also die meisten Menschen aus meinem Umfeld haben kaum einen Begriff davon, dass die 68er-Revolution nicht eine deutsche Bewegung war gegen die beispielsweise Nazis, sondern eigentlich eine kulturrevolutionäre Arm von Mao Zedong. Ist aber ein ganz wichtiger Moment, dass sich die 68er zum Beispiel mit dem effektivsten Völkermörder
wahrscheinlich der Welt verbunden haben, was eine ganz andere Interpretation zulässt, bei allem guten Willen, den die da immer alle hatten. Und das nimmt den, und da kommen wir zu dem Stichwort, was ich so gut fand von Ihnen, der Legitimation. Und in der Tat ist es gefährlich, wenn die jetzt, diese Klimabewegung kommt mit dem Argument, ja, wir können ja in 3 Jahren alle tot sein, dann müssen wir die Demokratie brechen, wir müssen jetzt schneller handeln können. Das ist natürlich das ist dieses Totschlagargument, mit dem sie agieren, aber das haben die immer schon getan, mit fast derselben Dringlichkeit. Jetzt kommt es einem so vor, es war noch nie so dringlich wie jetzt. Trotzdem würde ich sagen, immer noch sind sehr viele Argumente, und Argumente müssen natürlich auch vorgebracht werden, also nicht nur irgendwo in der Hintertür geschrieben, also die müssen dann auch schon irgendwie nach vorne gebracht werden, wird ja auch schon zum Teil, die sind noch nicht ausgereizt. Die Legitimation muss denen genommen werden. Und da möchte ich nochmal auf den Begriff des Sex-Appeals der Ideologien zu sprechen kommen. Denn das Spannende ist ja, dass so kommunistische Ideologien sich immer so verstanden haben, dass sie ein Paradies in der Zukunft verorten haben und es dann die Aufgabe des Menschen war, auf die Verwirklichung des Paradieses hinzuwirken. Die jetzige Ideologie aber verortet nicht das Paradies in der Zukunft, sondern den möglichen Weltuntergang. Das heißt, sie wollen nicht ein Paradies erreichen, sondern eine Katastrophe verhindern. Und da, glaube ich, gibt es noch sehr viel mehr Gefahr für eine totalitäre Bewegung. Denn die 68er, die hatten die Katastrophe in der Vergangenheit. Die 68er haben sich mit den Generationen davor auseinandergesetzt. Es gab 2 Weltkriege, es gab den Holocaust. Es gab so viele Katastrophen in der Vergangenheit. Aber die jetzige Greta Thunberg-Generation, die kann ja meiner Generation oder ihrer Generation, Herr Bolz und Frau Röhl, nicht vorwerfen, dass wir jetzt groß irgendwelche Verbrechen begangen haben. Im Gegenteil, wir sind in der Bundesrepublik groß geworden. Wir haben uns auseinandergesetzt mit den Generationen vor uns. Wir haben in der Bundesrepublik gelebt. Wir haben eine Wiedervereinigung organisiert und hinbekommen. Wir haben uns mit dem deutschen Herbst, mit dem Terrorismus auseinandergesetzt. Aber wir haben keine solche Verbrechen begangen wie die Generationen vor der 68er-Bewegung. Und weil das die Generation Greta Thunberg weiß, dass sie uns alten weißen Männern nichts vorwerfen kann, wirft sie uns jetzt vor, dass wir angeblich uns, weil wir uns nicht in der Vergangenheit versündigt haben, dass wir uns jetzt an der Zukunft versündigen. Und das halte ich den ganz besonders fiesen Trick der jetzigen Generation, dass sie uns vorwirft, dass wir uns an der Zukunft vergehen. Darf ich ganz kurz zuerst, nur ganz kurz. Die 68er haben ein riesiges Gegenwartsproblem vor allen Dingen gehabt, und das war der Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg, die 68er haben sich im Grunde nicht mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Das ist ein Mythos. Das gab eine Beate Klaasfeld, die hat einem Kiesinger eine Ohrfeige gehauen mit dem wirklichen bitteren Zusatz dazu, mit Auftrag der Stasi. Es hat auch da, auch die 68er haben das Gegenwartsproblem, die Unterdrückung die Black Panther-Bewegung, die Vietnam-Geschichte, Palästina, der palästinensische Terror, die Unterdrückung der Palästinenser und so weiter. Das war nicht so zukünftig, aber es war doch 100% Gegenwart. Revolution jetzt sofort, sonst sterben weiter Menschen in Vietnam. Und das wollte ich nur einfach kurz einfügen, zur kleinen Korrektur, wenn ich darf. Nein, das ist richtig, da stimme ich zu. Ich sehe auch den Vietnamkrieg bei den 68ern absolut im Vordergrund als den großen Aufhänger. Aber die Interpretation von Herrn Burmann halte ich eben auch für vollkommen richtig. Und das ist zunächst einmal erstaunlich, dass an die Stelle einer Utopie eine Dystopie zunächst einmal tritt. Aber das scheint mir zu bestätigen meine Vermutung, dass es sich um ein parareligiöses Phänomen handelt. Denn es wird eine Apokalypse an die Wand gezeichnet, also der nahe Untergang der Welt. Und das wirklich tolle Versprechen der Umweltbewegung, der grünen Bewegung, ist nun aber dies: Die Apokalypse steht unmittelbar bevor, aber wir können das noch abwenden, wenn wir alle, und zwar auch du,
mit, indem du Hotelhandtücher mehrfach benutzt, indem du Müll trennst, das war so vor 20, 30 Jahren, oder indem du heute verzichtest auf dein Auto, verzichtest darauf, auf Fernreisen, dass du kein Fleisch isst. Ja, genau. Also du ganz konkret kannst noch daran mitwirken, die Welt zu retten. Und das ist eigentlich für, sagen wir sagen, schlichte Gemüter ein fantastisches Angebot. Ja? Man sieht plötzlich klare Linien. Also die Welt läuft unmittelbar auf den Untergang zu, so wie das Johann Nestroy so schön mal in seinen Numbazi Vagabundus formuliert hat. Aber wir alle können noch etwas dagegen tun. Wir können noch im letzten Augenblick die Welt retten. Und das ist ja eigentlich ein fantastisches Angebot, zu sagen, die Weltzeit und meine Lebenszeit fallen zusammen. Ja, also die ganze Welt steht auf dem Spiel, während ich lebe, und ich kann sogar daran mitwirken, mit meinem täglichen Handeln und mit meinem Aktivismus, diesen Untergang der Welt noch abzuwenden. Also das ist ein noch tolleres Angebot als das, was die Marxisten eigentlich geboten haben. Ja. Und vor allen Dingen erspart es einem die mühsamen Analysen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, sondern man muss nur Angst haben, sie aus sich herausschreien, ich habe Angst, die Welt geht unter, und sich mit Gleichgesinnten verbünden, um zu der Protestattitüde wieder zurückzufinden, die früher mal sehr viel intellektueller war. Denn eines, Paul, ich glaube, da sind wir uns doch auch einig, so fatal die 68er-Bewegung war, sie war jedenfalls nicht so vollkommen theorielos, argumentationslos formiert wie die heutige Bewegung. Also die Leute waren zwar meines Erachtens verblendet, aber sie konnten wenigstens noch Texte lesen. Also es war nicht ganz einfach, Georg nicht Lukacs sicher. Geschichte und Klassenbewusstsein zu lesen. Es war nicht ganz einfach, Adornos Dialektik der Aufklärung. Unmöglich war das. Auch wenn man es nicht verstanden hat. Also na eben, man hat es nicht verstanden. Noch Mühe gegeben. Ja, aber man hat es wenigstens noch probiert, während heute die ganze Sache völlig begriffslos, argumentationslos, theorielos ist. Es ist reine Panik und Angstmache und eben ein religiöses Ritual, aus dem man diesen wahnsinnigen narzisstischen Gewinn ziehen kann. In meiner Lebenszeit entscheidet sich das Schicksal der Erde. Aber ich finde es eigentlich eher umgekehrt sehr spannend, wie man es Leuten überhaupt verkaufen kann, also jetzt normalen Bürgern, dass man zum Beispiel mit veganem Essen oder dem Trinken von Hafermilch etc. Die Welt retten kann. Da sind wir wieder bei dem Mythos, ich kann etwas tun. Also es ist ja so, dass tatsächlich nur eine Gesellschaft, die irgendeinen Mehrwert produziert, eine kapitalistische, eine Marktwirtschaft, überhaupt mit den Herausforderungen des Klimawandels, die man dann noch qualifizieren müsste, überhaupt fertig werden kann. Es ist ja sozusagen, es sind ja wie irrsinnig, es ist ja eine totale Verirrsinnigung, dass ich jetzt, und es wird über Kühe geredet, die pupsen, also es ist wirklich, wir sind im Irrsinn angekommen, dass mit der Bahn soll man nur noch fahren, obwohl, also ich wohne zum Beispiel auf dem Land, das geht nur mit Bahn und Auto, das weiß jeder. Also das ist schon, das halte ich eigentlich eher schon für den Singsang. Und da meine ich, muss mal vom Grunde her gesagt werden, ihr tut ja gerade nichts. Das ist kein Tun. Das ist teilweise kriminell. Das ist teilweise vollkommen verirrsinnig. Das Zeug, das hat überhaupt nichts mehr mit nichts davon nützt, dem Klimawandel irgendetwas. Das Tempo 100, ob wir das so fahren oder so fahren, wird auch nichts an der Welt ändern. Ist lästig eigentlich leicht, dagegen argumentieren. Ich verstehe schon, dass man in diesem Singsang sich so einbauen lässt, aber das ist vom Grunde her, muss man den Hebel rausnehmen. Ihr tut ja gerade nichts, im Gegenteil, ihr tut was Schädliches, ihr belastet die Gesellschaft, da müssen Polizisten dauernd eingesetzt werden, die Klimakleber, ich meine, das ist, was kostet das an Arbeit? Und es ist zusätzlich auch noch gefährlich, wie wir wissen, weil die Rettungskräfte nicht durchkommen. Oder wer weiß, wer noch nicht durchkommt. Da muss einfach gedanklich umgedreht werden. Das ist eigentlich zu billig, ist so ein bisschen so ähnlich, also wie die DDR gesagt hat, die Mauer ist gut, weil sie ein antifaschistischer Schutzwall ist. Das klingt auch gut, aber das müssen wir ja nicht glauben. Wir müssen ja nicht über jedes Stöckchen. Ich fürchte, Frau Röhl, Sie haben recht, dass sich weder die 68er-Bewegung noch die letzte Generation wirklich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat, weil das erkennt man ja auch daran, dass zum Beispiel es die Terroristen, die aus der 68er-Bewegung entstanden sind, im Deutschen Herbst,
die Terroristen waren, die bei einer Flugzeugentführung dann kein Problem damit hatten, Juden und Nichtjuden voneinander zu trennen und da die erste Selektion von Juden und Nichtjuden nach dem Holocaust wieder durchzuführen. Es waren die deutschen Terroristen, die das getan haben. Und auch wenn ich mir jetzt so die letzte Generation anschaue, zu welchen Mitteln die bereit sind zu greifen, da wird das SPD-Haus, das Willy-Brandt-Haus in Berlin mit Farbe besprüht, da werden Leute niedergebrüllt, da wird gefordert, dass gecancelt wird. Und auch da habe ich so manchmal das Gefühl, die benehmen sich ein bisschen wie die frühen Braunhemden. Und hätten die sich wirklich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, da würde ihnen wenigstens bei der Wahl der Mittel manchmal so die Frage kommen, ob das eigentlich ganz in Ordnung ist, was man deshalb, da so macht. Ja, deshalb sage ich Braunhemden oder Rotgardisten oder Grüngardisten. Die Mao Zedongsche Armee war ja nicht weniger gefährlich als die Nazis. Also das ist, die kann man nicht in Korrelation setzen. Aber wir haben in China, sprechen wir von bis zu 100 Millionen Toten. Beim großen Sprung nach vorne und so weiter, Kulturrevolution. Ob die 68er intelligenter waren, fand ich noch interessant oder gebildeter. Fritz J. Radatz, der Rudi Dutschke und so weiter, alle diese Leute verlegt hat, hat mal gesagt, in Rudi Dutschkes Kopf war es wie ein umgestürzter Papierkorb. Marx, Lukács, Lenin, was alles gesagt hat, das gab diese Bildungsmode, sozialistische Literatur, Wilhelm Reich, da waren auch sicherlich ein paar intelligente Leute dabei. Das war einfach eine andere Zeit. Man könnte sagen, die waren intelligenter, vielleicht ja, hatten einfach noch eine andere Art, aber da waren nicht weniger verblendet. Natürlich ist es für uns heute schwieriger, einfach als Generation Jüngere zu sehen, die so ganz ohne Bildung auskommen. Also die einfach ohne Argument. Es macht einen so erstmal, wenn man anders aufgewachsen ist, mit Büchern, fassungslos. Und Sie haben absolut recht, die 68er haben in ihrer Zeit die Vorlesungen an der Uni in Berlin über die mao-zedongsche Kulturrevolution, die Verbrechen, die haben sie nicht geglaubt. Sie haben diese Vorlesung gestürmt, in Echtzeit den Terror, der es in China aber nachgeäfft. Und sie haben dann 1973, da hätte ja die ganze Bewegung zusammenbrechen müssen, als Solzhenitsyn, der Archipel Gulag, 1973 und 1974 ein Jahr lang auf der Bestsellerliste des Spiegel stand. Also danach habe ich ja überhaupt keine heulende Zusammenbruch der 68er gehört, dass sie da irgendwie den Kommunismus endlich abstimmen. Herr Bolz, Sie beschreiben in Ihrem Buch Der alte weiße Mann, was Grund dafür sein könnte, dass es diese Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit nicht gibt, weil die heutige Generation in den Kategorien Opfer und Täter denkt und sich selbst natürlich immer in der Position des Opfers sieht und dadurch dann einen Opferkult hat und einem Opferkult frönt. Und ein Opfer braucht einen Täter und das ist dann eben der alte weiße Mann und dann wird alles zerstört, was vorher da war. Und wenn man alles zerstört, was vorher da war, muss man sich auch nicht damit auseinandersetzen. Dabei ist das, was heute existiert, sind die, die wir heute sind, die Produkte der Vergangenheit. Und wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen wollen und wenn wir alles zerstören, was in der Vergangenheit war, dann zerstören wir uns doch eigentlich im Grunde selbst, oder? Sie haben eigentlich mein Buch sehr gut zusammengefasst. Darum geht es mir tatsächlich. Man kann es auch noch eine einfache Metapher benutzen. Das ist praktisch der Clean Slate, ne? Das weiß gewischte Tischtuch oder der, wie soll man sagen, der Schwamm, der alles wegwischt. Und tatsächlich wird gewissermaßen von der Wokeness und der Political Correctness alles mehr oder minder weggewischt, was, sagen wir mal, vor Simone de Beauvoir war. Ja? Also danach beginnt dann aus irgendwelchen Gründen die Vernunft überhaupt erst aufzublühen und alles, was vorher war, ist im Grunde rassistisch oder sexistisch oder kolonialistisch. Und das geht ja bis in die wissenschaftliche Zusammensetzung unserer Kultur hinein. Also man versucht ja jetzt alles, wie es so schön heißt, in akademischen Kreisen zu dekonstruieren, was irgendwie vor der 68er-Zeit an Gedanken entwickelt worden ist. Also Kant soll Rassist gewesen sein. Vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendeine Statue eines berühmten weißen Mannes gestürzt wird.
Und das ist, wenn Sie so wollen, ein westlicher Talibanismus, der da praktiziert wird. Also es geht tatsächlich um die Ausrottung der Vergangenheit, das Liquidieren der Vergangenheit. Und das hat natürlich unglaublich tolle Effekte, denn dann müssen Sie auch nichts mehr lernen. Ja, also es genügt völlig, dass Sie die Parolen der Wokeness auswendig lernen und herumkrölen. Alles andere könnte Sie ja nur belasten mit Sexismus, Faschismus oder mit Kolonialismus. Und davon befreit sich diese Jugend durch Nichtwissen. Also es ist eine Kultur der absoluten Ignoranz. Auch das macht es allerdings auch wiederum schwierig, mit Argumenten zu kommen. Denn die Argumente, die wir bringen würden, wären ja solche, die zurückverweisen auf unsere eigene Identität, auf unsere eigene Geschichte. Und ich habe das Buch übrigens nicht geschrieben in der Hoffnung, man könnte vielleicht die Woken oder die politisch Korrekten irgendwie in eine Diskussion hineinziehen oder mit ihnen argumentieren, sondern mein Ziel ist eigentlich, und vielleicht ist das insgesamt auch die richtige Strategie, Argumente zu entwickeln für diejenigen, die sich durch diese Entwicklungen der letzten Jahrzehnte vor den Kopf geschlagen fühlen und verstummen. Das ist das, was mir Sorge macht. Das Verstummen der Vernünftigen, das Verstummen des gesunden Menschenverstandes, weil man ja jeden Tag konfrontiert wird mit irgendeinem neuen Wahnsinn, der dann auch noch von den öffentlich-rechtlichen Medien als Selbstverständlichkeit verkauft wird. Und da ich verstehe die Leute, das sind die Leute, die Sie vorhin auch angesprochen haben, die Leute, die arbeiten, die Leute, die den Laden am Laufen halten, die haben keine Zeit, sich mit diesem ganzen Schwachsinn argumentativ auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und so verstehe ich unsere eigentliche Aufgabe, diesen Menschen Argumente an die Hand zu geben, die sie weniger hilflos machen, wenn sie mit den Verrücktheiten der Wokeness konfrontiert werden. Ich glaube, da wäre schon einiges gewonnen. Zumindest hätte man, denke ich, wieder auch ein größeres Selbstbewusstsein in der Trotzigkeit bei dem ganzen Quatsch nicht mitzumachen. Denn das machen ja viele, nicht? Nur die wenigsten artikulieren sich, weil sie eben das Gefühl haben, erstens, es gibt kein Echo, es gibt keine Resonanz für ihr Unbehagen an der Wokenkultur. Und zum Zweiten würde man ihnen ohnehin kein Mikrofon hinhalten, wenn sie irgendeine abweichende Meinung vertreten würden. Also damit sind wir eigentlich auch wieder bei den Medien, die sich so weit von der Aufklärung und von kritischer Instanz entfernt haben, wie, glaube ich, noch niemals in der Geschichte der Moderne. Also das ist ein, denke ich doch, ein Phänomen, das man eigentlich nur aus Tyranneien, aus Despotien kennt. Also diese stromlinienförmige Untertanenhaltung der meisten Medien, jedenfalls der öffentlich-rechtlichen Medien, aber zunehmend auch der klassischen Massenmedien, etwa im Printbereich, die offenbar so sehr abhängig sind von Geldzahlungen, die zum großen Teil auch von der Regierung mittlerweile kommen, dass sie auch im Grunde verstummen, als kritische Instanz verstummen. Und das ist auch das, was wirklich ein Problem darstellt. Denn wie soll sich ein Mensch, der vernünftig arbeitet, der abends um 6 nach Hause kommt und erschöpft ist, wie soll der sich noch ein vernünftiges Bild von dem, was bei uns geschieht, machen, wenn er dann 15 Minuten Tagesschau guckt? Das ist ja eigentlich nur eine systematische Verblödung, was da geschieht. Und ich verstehe dann die Leute, dass sie sich ins Schweigen zurückziehen. Also wir haben tatsächlich wieder, denke ich, eine Silent Majority. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Deutschen nicht verrückt geworden sind, sondern dass sie als Mehrheit nur verstummen, schweigen und dass sich extrem gut artikulierte Minderheiten der Öffentlichkeit bemächtigt haben und von der politisch-medialen Elite eben gestützt werden. Das ist, glaube ich, eins unserer Hauptprobleme. Also an der Stelle stimme ich mal 100% zu. Das ist nämlich genau das, was ich meine, Argumente liefern. Und dazu sind wir ja da. Denn genau was Sie sagen, ist richtig. Denn die meisten Bürger, die sich um ihre Berufe und um das am Laufen halten, kümmern, haben nicht die Zeit, die Argumente, die Historie, die Politik so zu finden. Und deshalb, das ist das, was ich meine, das glaube ich genauso. Das Argument geben, dass man nicht auch im privaten Kreis nicht nur verstummt,
weil man Angst hat, was zu sagen, sondern auch, weil man tatsächlich keine Argumente mehr hat, weil der Wust, und da stimme ich auch 100% zu, was in den Medien ja so als fast schon als Desinformation und auch sehr seicht rüberkommt, ist so, wenn man da keine Argumentationshilfen bekommt von Menschen, die damit sich den ganzen Tag befassen können oder wollen, wie wir es vielleicht sind, das ist notwendig und das ist etwas, was den Leuten auch die Köpfe wacher macht. Und das ist meiner Ansicht nach fast das einzige Moment, wo man diese, ob es jetzt Silent Majority ist oder wie viele Menschen es sind, ich glaube, es sind auch sehr viele, die irgendwie stärker macht in der Argumentation, dass sie nicht übermannt fühlen. Ich will aber noch mal was zu dem alten weißen Mann sagen. Sehr gefährlich übrigens für die Frauen, dass sie schweigen, ist extrem schlimm und nicht die weißen Männer verteidigen. Wir sind ja auch mitbeteiligt an allem, wir haben ja mitgelebt. Und da fand ich es interessant vorhin, dass Sie gesagt haben, wir haben ja nichts falsch gemacht. Wir sind eben keine Nazis gewesen, das waren ja die Großeltern, Urgroßeltern. Also die Jungen, die Woken-Generationen sagen ja, dass wir alle alles falsch gemacht haben. Wir haben die Umwelt zerstört, wir haben den Klimawandel nicht aufgehalten, wir sind immer schon rassistisch gewesen. Praktisch das Baby, das geboren wird, das weiß es, ist praktisch schon rassistisch. Und wir kriegen eine enorme Schuld, alle aufgeladen. Und zwar unabhängig mehr, da spielt jetzt die Nazi-Vergangenheit. Immer die Schweden haben keine, sind auch Weiße. Die Franzosen haben die Kolonialgeschichte. Wir bekommen eine immense Schuld, die immer doller und stärker wird. Und das ist eben auch etwas, wo ich glaube, es helfen nur Argumente. Ich wüsste nicht, was sonst. Auch wenn es aussichtslos erscheint. Ich hatte eben Solzhenitsyn erwähnt, den ich zufällig gerade wiederlese. Ich muss sagen, das Zeitdokument, wie Kommunismus aussieht und dass er ja unter selber im Lager und dann 10 Jahre das Buch gerettet, Argumente, aber auch die Dokumentation, was ist, diese intellektuelle Arbeit ist das Einzige, was meiner Ansicht nach wirklich, natürlich politisch Leute engagiert sind und so weiter, was wirklich hilft. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wir können ja nicht selber eine Revolution, das führt zu Gewalt. Alleine zu sagen, die Münchner Staatsanwaltschaft hat jetzt mal ein paar Wohnungen der letzten Generation durchsucht, das hilft nicht. Da kommt sofort eine Welle von Aktivisten und Befürwortern, die sagt, das ist jetzt ganz schlimm und da können sie jetzt noch neue Spenden. Wenn wir da nicht argumentieren, dann gewinnt wirklich der größte Blödsinn. Und da sind wir ja leider angelangt, irgendwie an Fahrt und zerstört sehr vieles, was die Menschheit eigentlich, muss man sagen, aufgebaut hat. Da bin ich dann am Ende nochmal bei der Französischen Revolution oder, um genau zu sein, bei der Zeit davor. Denn die Französische Revolution wurde ja möglich, weil der Monarch komplett abgewirtschaftet hatte und auch die Kirche es nicht mehr geschafft hatte, das Volk einigermaßen bei Laune zu halten. Und so mussten dann die Stände einberufen werden von dem König. Und auf einmal waren die drei Stände da, Klerus, Adel und eben der dritte Stand. Und auf einmal merkte der dritte Stand, wir finanzieren hier den ganzen Bums. Wir finanzieren die Dekadenz des Königs. Wir finanzieren die moralische Begründung der Kirche. Aber wer sind wir denn überhaupt? Und das ist ähnlich wie heute. Klerus sind die Medien, die uns moralisch vorschreiben, warum das alles richtig und korrekt ist. Dann gibt es den Adel, die politische Elite. Und die schweigende Mehrheit ist der dritte Stand. Und deswegen zum Schluss die Frage, was ist heute der dritte Stand und was können wir tun? Sehr gute Zusammenfassung. Ich würde am liebsten Ihre Frage in einen Aussagesatz verwandeln und das als Antwort dann geben. Ich glaube, das ist in der Tat sehr, sehr schön beschrieben, was Sie sagen. Ja, wo ist das Problem? Warum kommen wir nicht zur Französischen Revolution in Deutschland? Ja, ich glaube, das hängt einerseits natürlich an unserem Untertanengeist, der die Deutschen doch aus vielen historischen Gründen schon immer ausgezeichnet hat, negativ in Europa. Und zum anderen hängt es aber auch an dem Niedergang der Bürgerlichkeit. Denn Sie dürfen ja nicht vergessen, die Französische Revolution war auch so etwas wie die Konstitution der bürgerlichen Gesellschaft. Und wir haben zwar eine bürgerliche Gesellschaft in formalem Sinne,
Aber woran es bei uns fehlt, ist eben eine positive Konzeption von Bürgerlichkeit. Also man hat die Antibürgerlichkeit so verinnerlicht in seiner eigenen Studentenzeit oder wann auch immer. Das war eben Mode, antibürgerlich zu sein, bohemartig zu sein. Und dieses sich Entwöhnen von Bürgerlichkeit, das macht uns jetzt zu schaffen, sodass also tatsächlich die Gesellschaft, oder die Menschen, die die Gesellschaft eigentlich zusammenhalten, die sie am Laufen halten, die sie funktionieren lassen, dass die eben keinen Diskurs führen können. Die haben keinerlei Kommunikation untereinander. Sie wissen sich nicht zu artikulieren. Sie kennen sich untereinander auch nicht. Es gibt keine Öffentlichkeit für die bürgerlichen Menschen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Es gibt nicht mehr diese Kaffeehäuser, in denen man sich treffen könnte. Da treffen sich jetzt andere Leute in den Kaffeehäusern. Und es gibt nicht mehr die Lesezirkel. All das, was Jürgen Habermas in seinem einzigen halbwegs lesbaren Buch, nämlich Strukturwandel der Öffentlichkeit, mal beschrieben hat. All diese Institutionen, in denen sich Bürgerlichkeit bilden, formen und artikulieren konnte. Das fehlt uns heute. Und anstelle dessen ist das öffentlich-rechtliche System getreten, das eben nicht die bürgerliche Gesellschaft artikuliert, sondern, wie Sie richtig gesagt haben, einen neuen Klerus darstellt. Ja, die politisch-mediale Elite, die sich in allem vollständig entfernt hat von der bürgerlichen Gesellschaft. Also ich würde hier Ihnen beiden widersprechen wollen. Also die Medien mal eben als Klerus ist ja sehr ironisch gemeint, aber da, auch ein bisschen, ganz bisschen, also ich bin jetzt nicht so richtig katholisch und religiös, aber auch ein ganz bisschen würde ich auch die Kirche verteidigen. Sie meinen natürlich die Auswüchse, die negativen und so der Klerus, aber die Medien sind für mich doch da weit entfernt. Aber ich finde, der größte Unterschied natürlich zwischen den Menschen vor der Französischen Revolution und den Menschen heute ist natürlich die enorme auch Ausbeutung und Armut der Menschen vor dem Industriezeitalter oder während es vor der Französischen Revolution gerade losging war. Wir leben ja in einem unglaublichen Luxus immer noch. Selbst wenn es auch in Deutschland sehr viel Armut natürlich gibt, es wird immer so dahin geredet, als wenn es das nicht gibt, ist. Aber wir leben natürlich in einem Luxus. Wir haben Zugang zu Wissen, wir haben Internet, wir haben natürlich Treffpunkte. Ich würde das nicht ganz so runterfahren, dass wir auch enorme Möglichkeiten noch haben. Es geht, also das würde ich niemals vergleichen mit dem, wie es den armen, ungebildeten Menschen, die dann in die Revolution kamen, die dann wirklich auch aus Hunger und Armut Revolution gemacht haben. Das ist wirklich nicht zu vergleichen. Das ist, natürlich gibt es heute die relative Armut, ich will das nicht runterfahren, aber es gibt auch die Bürgerlichkeit, die hat natürlich gelitten, das ist ja das, was ich sage, seit 68, weil der Hauptsturm von Mao Zedong, der Kulturrevolution, ging gegen den Bürger. Ich selber gehöre nicht zu den Menschen, die ich fand eher Bürgerlichkeit sexy als alles andere, aber das ist vielleicht auch ein Teil meiner Generation, dass wir so ein bisschen die wiederaufbauende Generation waren nach den 68ern. Wir haben das dann eher wiederentdeckt, die zertrümmerten Werte, sag ich mal, der 68er haben wir ja wieder aufgebaut. Die Babyboomer sind ja sowieso so eine Aufbaugeneration. Also ich würde sagen, verdammt Gutes geht es uns tatsächlich gegenüber den ganzen Generationen noch vor der Revolution oder in Russland. Und daraus sollten wir das Beste machen. Ihr Widerspruch, Frau Röhl, ist ganz wichtig, weil es nochmal einen Punkt hervorhebt, nämlich meine Kritik ging natürlich nicht an den Glauben an sich. Denn der christliche Glaube, gerade mit Liebe deinen Nächsten, mit dem Prinzip der Vergebung, ist eine wunderbare Religion. Und das Christentum war ja auch eine Revolution von unten. Das Spannende nur ist, was wurde aus dem christlichen Glauben, als es eine Revolution von oben wurde? Als auf einmal das Christentum staatliche Macht bekam. Und da haben wir gesehen, dass selbst die beste, wunderschönste Ideologie zur Katastrophe werden kann, wenn sie von oben staatlich exekutiert wird. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich möchte noch einmal allen die beiden Bücher ans Herz legen von Norbert Bolz, Der alte weiße Mann, und von Bettina Röhl, Die RAF hat euch lieb.
Und auch nochmal die Empfehlung, die beiden Bücher parallel zu lesen, denn es ist wirklich spannend, wie diese beiden Bücher sich gegenseitig befruchten. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Alles Gute. Ja, hat Spaß gemacht. Alles Gute, ja. Ja, tschüss.